Gizmo, nein. Eine unaufhaltsame Kraft. Fuck. Du wirst dich bald deinen Gefährten anschließen. Gebeugt, doch nicht gebrochen. Jetzt werden wir die Fähigkeiten des großen XCOM-Commanders auf die Probe stellen. Das Schlimme ist, das tut sie wirklich. Alles wird gut. Kann mich nicht konzentrieren. Ich bewundere ihre Loyalität, doch sie ist nutzlos. Scannergebiet. Bin unterwegs. Ja, besser als nicht. Panzerung getroffen. Verstanden, rücke aus. Ich gehe, wohin Sie mich schicken. Ich habe es dabei. Okay, die Gegner kommen. Jede Menge frisches Fleisch. Da drin wird wohl kaum Wasser sein. Schön, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität, keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sie kennen unsere Position. Ist ja nicht schwer, wenn wir da stehen. Geht klar! Oh, oh, das Ding hat mich gesehen. Lass mal das Ding hier wegballern. Weil das Ding ist nicht ganz ungefährlich. So muss das sein. Ihr alle wurde von den Ältesten auserwählt. Erweist ihnen Ehre. Ich will ja niemandem Ehre erweisen. Die gehen mir doch auf den Pups. Die gehen mir am Pops vorbei. Ja, das ist mir doch Puppe. Auch wenn ich gerade von der Auswählten einen auf den Arsch krieg. Was macht der denn jetzt? Das war nicht schlecht. Er hier? Schießt ein Loch in die Bude. Nicht verstecken. Okay. Sie sind einfach überall. Wo läuft sie denn jetzt hin? Ich werde dich finden. Oh nein! Sag mal, hast du sie noch alle? Im Angesicht des Todes greifen ihre Soldaten nach allem, um ihr Ableben zu verzögern. Was wird mir dieser Soldat wohl verraten, wenn ich ihm Gnade gewähre? Was ist das denn hier hinten? Übernahme läuft! Funktioniert das? Kann ich das? Ich
Schön. Der übernimmt die Kontrolle. Sehr geil. Ah, Gizmo, du bist mein Held. Mal sehen, was ich tun kann. Wir sind durch. Für 4 Runden ist das jetzt meiner. So, Sweeney, den ballert weg. So. Abschuss. Nicht alle, die von den Ältesten in diese Welt gebracht wurden, sind gleich. So, wir rennen jetzt nach vorne. Schwer verletzt, wie wir sind. Mal auf Feuerschutz. Komm hier, jetzt ballern wir die weg hier. Die geht mir sowas auf die Eier. So, die lebt aber noch. Also die ist nicht tot. Haben wir noch Munition? Wenn ich heute sterbe, bereiten mir die Ältesten ein Schicksal. Das ist noch viel schlimmer, als der Tod ist. Ich muss mich vorerst zurückziehen, aber wir sehen uns bald wieder. Also wie gesagt, die gut ist gemacht, nicht tot. Commander, aber der Auserwählte ist spurlos verschwunden. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben, aber zumindest Nein. konnten wir heute seine Pläne vereiteln. Ich hätte nicht herkommen sollen. Wieso bin ich hergekommen? Genau, geh in Panik. Kannst du erstmal nicht viel verkehrt machen. Und schießt die Leute einfach über den Haufen. Das finde ich gut. Hier wird doch auf alles geschossen. Aber die Auserwählten ist schon weg. Das heißt, die nervt mich nicht mehr. Oh Gott, heiliger Krieger, das kann nicht gut gehen. Ach, der hat Schutz bekommen. Ich bin nicht mehr desorientiert. Das ist doch schon mal viel wert. Desorientiert heißt das Ganze. Positiv. Wenn wir hier den anderen zur Hilfe kommen. Los, zeigt euch. Rücke zur Zielposition vor. Na los, zeigt euch. Ziel los. So. Die beiden Schwerverletzten. Biete Feuerschutz. Das sieht aber auch nichts. Das hier eigentlich. Ach, was ist das? Ich gehe aber erstmal aus Sichtbereich von dem Teil da oben. Kein Problem. Und dann ballern wir ihn da drüben weg. In der Hoffnung, dass wir nicht treffen. Immer noch gehackt. Ja, sie kann ich aktuell aber nicht steuern. Ist immer ein bisschen blöd. Oh, dieses Danebenschießen. Das geht einem so auf den Löffel. Fehlschuss! Der nächste Gegner ein. Feuerschutz. War langweilig. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Mhm.
Oh, sie ist nicht mehr in Panik, das ist gut. Wer hier hat Feuerschutz und wer nicht? Bin unterwegs. Mir entgeht nichts. Roger. Werfen wir hier mal mit Granaten. Granate! Dann machen wir ein bisschen was kaputt. Ist mir egal, dass ich die Beute zerstört habe. Moment, da muss ich hier wieder rauskommen. Feuer! Was war das? Schön. Noch gehackt? Das ist doch nichts. Weil er nichts sieht. Muss nachladen. So, wieder einer weg. Nicht vergessen, Sie sind nicht die Opfer. Oh. Oh, schaut euch mal an, wie Casey da schön drüber springt. Als wenn er nichts anderes machen würde. Na komm, guck mal, ob das funktioniert. Na, hat's gereicht? Munition ist knapp. So, das Ding ist immer noch gehackt, ich weiß gar nicht. Nee, hat nicht gereicht. Oh, sehr schön. Jetzt kommt das Ding endlich zum Einsatz. Sie positionieren sich neu. Ja. Der nächste. Das war zu erwarten. Geht so, gucken, klar. Ob du ihn siehst, Gizmo. Nee. Gebe Feuerschutz. Sieht ihr nicht. Weg. Ziel neutralisiert. Brauche Munition. So, wir gehen aber auch hier hin. Verstanden, bin unterwegs. Bestätigt, Überwachung läuft. Noch gehört er mir. Schön. Keine Kompromisse. Jetzt muss der Psy-Offizier reinkommen. Ich brauche bald neue Munition. Bin unterwegs. Der immer noch draußen steht. Biete Feuerschutz. So, da haben wir die Kontrolle verloren. Jetzt ist das nicht mehr meine. Okay, desorientiert entfernt. Raus hier. Scannergebiet. Na, hier funktioniert es leider nicht so gut, dass wir einfach nur durchjumpen müssen. Kein Problem.
Na komm. Panzerung getroffen. Das hat's nicht. Aber kaum noch Munition. Ja. Mir entgeht nichts. Gucken wir mal, ob wir nach oben schießen können. Durch die Wände. Und noch nicht mal getroffen. Ziel steht noch. Zu Befehl, Commander. Ich muss das Ding wegschießen, bevor der mir Gizmo wegballert. Jetzt habe ich Wachdienst. Bitte nicht Gizmo. Hatte ich nicht gerade gesagt, bitte nicht Gizmo? Danke! Okay. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, um Gizmo zu retten. Warum ist der nicht tot? Oh. Ah. Der ist in Ekstase. Okay, Gizmo lebt noch. Ich habe 4 Runden Zeit. Das kriege ich hin. Waffe geladen! Bestätigt, Überwachung läuft. Komm, ich will das Ding hier fertig machen, damit wir Gizmo retten können. Bin schon unterwegs. Und dafür brauche ich ein bisschen bessere Sicht. Weil du Gizmo getötet hast. Feind neutralisiert. So, jetzt muss man Gizmo retten. Da komme ich hin. Komm her, Gizmo, ich rette dich. Tempo! Ich lasse dich da nicht liegen. Schon ein bisschen komisch da. Ich glaube, das geht auch auf die Hüfte. Oh, er schon wieder. Gute ist, Casey hat ihn im Blick. Fehlschuss! Ach, der schon wieder Stasis. Oh oh. Ah. Heißt, er hat nicht auf Pause gesetzt. Jaha. Ich bin ja schon dabei, ihn retten zu wollen. Kein Problem. Okay, komm. Jetzt muss man überleben. Los geht's. Jetzt muss man überleben. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ist aber auch immer gut hier mit Gegnern. So langsam reicht es hier wirklich. Ich beeile mich. Casey kann doch. Na, jetzt mal. Beschuss! Verblutet immer noch. Schaffst du das? Warum schaffst du das nicht? Okay, bin unterwegs. Bestätigt, drück aus. Mir entgeht nichts.
Auf dem Weg. Ich sehe alles. Granate! Gucken wir mal, ob das was bringt. Ja, hat was gebracht. Echt jetzt? Da kommen wir, also werden wir uns wiedersehen. Nein, Gizmo. Wir haben unseren Gizmo verloren. Es ist so bitter. Könnte mir doch nicht antun. Na los, zeigt euch! Verstanden! Rücke ab! Den kann man noch wieder beleben. Ab den kann man wieder ganz machen. Den können wir wieder ganz machen. Der kriegt ein Pflaster auf die Stirn. Es ist alles gut. Hakuna Matata. Ich vertraue Ihnen. Bin auf dem Posten. Okay. Das Versteck des Gestanks von Frau Weiland ist unverkennbar. Okay. Feind eliminiert. Zack, weggeballert. So wird's gemacht. Ich muss bald nachladen. Hab ihn erwischt. Hast du? Brauche Zeit zum Nachladen. Halte die Augen offen. Na, krieg mal den nächsten Gegner. Rock'n'Roll! Ich will nur noch weg hier. Bin dabei! Bestätigt! Hakuna Matata. Wechsle Position. Ich verlasse das Schlachtfeld fürs Erste. Avenger hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit. Kein Problem. Evakuierung bestätigt. So, einer noch. Schon unterwegs. Genau rechtzeitig. Alle X-Com-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Ich bin so ein bisschen... Tut, Commander.
Okay, 5 Fähigkeitspunkte. Ich hatte überhaupt, dass wir uns auf dem Schlachtfeld begegnen. Haben wir gemacht. Dies war ein Ort, den nie ein lebender Mensch hätte sehen sollen. Ja. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber okay. Getötete Soldaten, einer. So mein Gizmo. Gut gemacht, Commander. Wir Was haben ist denn daran gut gemacht? Wir haben Gizmo verloren. Du. Und ein paar Narben haben sie auch davon getragen. Wir sind bereit. Wer erzählt das jetzt Mira? Ach, Kacke. Ich möchte den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir diese wird nicht mehr abgebildet. Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. Blöde Auserwählte. Vielleicht haben die Ältesten gehofft, dass wir uns kampflos ergeben gefallen. Würden, bevor ja, uns wir setzen ein Denkmal unserem Gizmo. So, heftiger Schuss, blitzschnelle Hände. Blitzschnelle Hände. Machen wir hier noch einen rechts. Schatten, Fernzündung, was gibt's? Hier, lautloser Tod, Kills mit dem Vektorgewehr erhöhen nicht die Chance, dass der Schnitt aus dem Schatten tritt, aber das Risiko einer Erhöhung bleibt dennoch bestehen. Ah, okay. Ablenkung. Nehmen wir, können wir noch was machen? Sehr schön. Schattenangriff oder Schattenschritt. Ja, das machen wir, das klingt gut. Unser armer Gizmo. Das ist er. Sein Opfer ist unsere Stärke. Ja, salutieren. Unser Gizmo, wir werden ihn nie vergessen. Jetzt gibt's noch einen Hintergrund. So. So können wir es lassen. Habt ihr von den Leuten gehört, die im Wald rumrennen und sich Schnitter nennen? Oder habt ihr sogar mal einen gesehen? Wenn ja, wisst ihr sicher auch von ihrer sonderbaren Ernährung. So, nicht, sag haben wir ein schönes so Bild gemacht vom Gizmo. Sie bloß nicht, woher sie das Fleisch haben. Ich werde ihn mal klonen und ist alles schön. Nachdem wir nun das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten. Ja. Neues Ziel hinzugefügt. Untersuche die Alien-Verschlüsselung. Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen Angst haben. Angst vor den Auserwählten, Dämonophobie, hallo? Schau mich so Panik bei Beginn mit deinem Auserwählten. Irgendwie knacken. Das wusste von uns, vom Commander. Commander, der tägliche Kampf gegen Aliens ist keine leichte Aufgabe. Nee. Und irgendwann macht sich die Belastung auf verschiedene Arten bemerkbar.
Wir haben unseren Gizmo verloren. Und ihre Bedürfnisse berücksichtigen. Da ist er, der gute Gizmo. Der war nicht einmal auf der Krankenstation, das ist ja Sauerei. Gut, an der Stelle machen wir mit ein bisschen Trauer fertig, aber das gibt ja Klonen. Und deswegen, es wird ein Gizmo wiedergeben, aber das ist schon ärgerlich genug gewesen. Ich sage an der Stelle, macht's gut und tschüss. Wir sehen uns.